Gegenkräfte in der medizinischen Physik sind wichtig zu erkennen. Aus verschiedenen Gründen. Wir fangen erstmal mit Kleinigkeiten an. Nehmen wir mal an, es steht jemand da und trainiert hier, so ein toller Kerl, so eben. Ne? Und ja, dann steht er so da, hat eine Hantel und macht Bizeps-Curls. Das heißt, er muss es wenigstens schaffen, die Kraft, die Gewichtskraft, die die Hantel ausübt, wenigstens in Waage zu halten, wenn nicht gar zu überwinden. Das heißt, ich habe hier extra herangeschrieben F, Muskel mal Hebel. Darauf gehe ich dann nochmal ganz kurz ein und später in anderen Videos nochmal richtig. Denkt an die Links, das Video bleibt hier stehen. Wenn ihr dazu genaueres und mehr wissen wollt, dann hier raufklicken. Dieses Video bleibt stehen und wenn ihr wieder das andere beendet, geht das hier wieder weiter. Ihr verpasst nichts, wer das noch nicht weiß. So, also, wenn der Kerl jetzt hier das Grüne sei der Knochen, die Hand, die ist hinter der Hantel verborgen, so groß ist die Hantel. Wenn der also eine Kraft nach oben ausübt, wird er der entgegengesetzten Gewichtskraft, die die Hantel ausübt, ganz genau entgegenwirken und das Ding hält sich in Waage. Ist die Kraft stärker, geht die Hantel hoch, ist die Kraft stärker, weil er es nicht schafft oder nachlässt mit dem Muskel, weil er ja weiter trainieren will, dann geht sie runter. Nebenbei, wenn ich den grünen Knochen jetzt nur mal als Strich darstelle und das Ellbogengelenk mal nur als mechanisches Gelenk, wir haben furchtbare Hebelverhältnisse. Das heißt, wir haben wahnsinnig kräftige Muskeln, die sich allerdings nur gering kontrahieren und dementsprechend auch nur hier in diesem Fall durch den längeren Hebel eine relativ geringere Muskel mal Hebelkraft darstellen. Oh, habe ich einen Vektorpfeil vergessen? Naja, ich weiß die Hebellänge nicht, also lasse ich das lieber oder auch machen wir es doch. Tut nicht weh. Ich komme gleich nochmal auf Vektoren zu sprechen, so einfach ist es nicht. Nochmal zum Thema Gegenkraft. Wenn ich zum Beispiel auf einem Sprungnetz, auf einem Trampolin stehe, dann beult sich das ein ganz bisschen ein. So komisch wie es klingt. Das gleiche ist auch auf der Erde, auch die beult sich ein bisschen ein. Oder wer mal Eisenbahnschienen, weil er am Bahnhof wartet, beobachtet, wenn ein Zug drüber fährt, auch die beulen sich ganz geringfügig ein. Auf der Erde sieht man es nicht. Das heißt, wir haben hier immer eine Gegenkraft von unten. Hier wird die Gegenkraft von unten bei diesem Sprungnetz allerdings von den Federn aufgebracht. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit. Wenn der Kerl hier, der hier drauf steht, ruhig steht, ist seine Gewichtskraft, die lässt sich vektoriell darstellen. Nochmal gucken hier, wie man das macht. Vektoriell heißt also von der Länge und von der Richtung in Richtungssinn. Dann kann ich auch den Pfeil drüber schreiben. So darstellen. Ich könnte auch länger machen, aber ich habe es jetzt meinetwegen so festgelegt. Und wenn er ruhig steht, heißt das, dass die Kraft des Trampolins gesamt dieser Kraft, der Gewichtskraft, genau entgegenwirkt. Aber jetzt die große Frage. Hier entlang des Sprungnetzes wirken die Federkräfte. Aber wie lang sind die? Ich darf hier. Deswegen habe ich Fragezeichen reingemacht. Ich darf hier eigentlich gar keinen Pfeil reinmachen. Also das ist hier in diesem Fall, ist das, darf ich auch keinen Vektorpfeil machen, darf ich nicht die Länge des Vektors darstellen. Das geht so nicht. Und da kriege ich Schwierigkeiten. So, jetzt aber weiter dazu. Achso, das habe ich mathematisch nochmal dargestellt. Und der Gewichtsvektor ist dem entgegengesetzten des Trampolins. Der Trampolinsvektorkraft gleich. Jetzt nehmen wir an, ein Mensch stellt sich breitbeinig hin, weil er sicher stehen will. Und ich fasse mal die gesamte Masse des Kerls also in diesem Schwerpunkt zusammen. Dann kann ich hier wieder ganz getrost einen Vektor entsprechend lang ranmachen, so weit wie ich will, durch den Tisch oder durch die Fläche oder nicht mal so kurz. Das ist immer meine Sache, wie ich dann sage, meinetwegen. Wenn ich sage, der hat eine Gewichtskraft von 1000 Newton, dann nehme ich 10 cm zum Beispiel. Ne? So. Achtung, ich habe hier zwar Pfeile dran gemacht, weil man stellt sich das immer so vor, der steht ja hier, da müssen ja die Pfeile hier hin. Wenn ich mich mit maßstäblichen Größen und Vektoren also beschäftige, kann ich die beiden Komponenten der Kraft so nicht aufteilen. Wäre ja auch verrückt. Denn diese Kraft plus diese Kraft ist ja mehr als das Doppelte der echten Gewichtskraft. Das geht also nicht. Wie macht man es? Man macht hier ein sogenanntes Kräfteparallelogramm. Das heißt, man zeichnet nochmal maßstäblich seine sich vorgenommene Gewichtskraft und die Wirkungslinien
der zukünftigen Vektoren der beiden Komponenten, die diese Gewichtskraft letzten Endes tragen, und verschiebt dann diese Wirkungslinien parallel, und zwar genau durch diesen Punkt, bis dahin. Also diese Linie wird dann hier durchwandern und diese wird so durchwandern. Das habe ich hier nochmal dargestellt. Und sobald ich dann Schnittpunkte finde, nämlich hier und hier, dann kann ich auch, selbst wenn das hier ein bisschen nicht symmetrisch ist, weil er sein Gewicht vielleicht auf die eine Seite oder andere Seite verlagert, kann ich dann sagen, okay, und hier, und jetzt mache ich die Pfeile mal rot ran, hier darf ich es jetzt, hier ist das Ende. Und jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich die Längen abmesse und ins Verhältnis setze, wie das geht, wie gesagt, hier oben nachgucken, dann kann ich mir durchaus vorstellen, na eben, die plus die ist ein bisschen mehr als diese Kraft. Das ist manchmal sehr, nicht verwirrend, sondern überraschend, was wir doch manchmal für Kräfte aufbringen, bloß weil wir uns breitbeinig hinstellen oder mit irgendwelchen, sagen wir mal, Turnübungen da irgendwelche verrückten Dinge machen, oder weshalb manchmal Sachen zusammenbrechen, wo man denkt, das hält doch und. Also immer denkt hier oben an die Links. Ich habe jetzt zum Schluss links noch angefügt, glaube ich, müssten gleich kommen. Und ich hoffe, ihr habt etwas mehr auch aus der ganzen vektoriellen Darstellung von Kräften verstanden. Und das würde mich sehr freuen. Wenn ja, bitte Kommentare hinterlassen, Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem. So oder so, ich muss ja auch wissen, ob ich richtig liege bei euch. Bis denn, tschüss.